Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei PowerTV. Es ist endlich wieder Wochenende und diesen Teil möchte ich nutzen, um mit euch über vier richtig geile, richtig wichtige Tank-Reworks zu sprechen, die Riot in der nächsten Zeit plant, beziehungsweise die ja schon im Gange sind, die auf dem PBE schon erschienen sind, die noch ein bisschen gebalanced werden. Es handelt sich um Darius, um Garen, um Mordekaiser und um Skarner. Vier richtig tolle Champions, vier Champions, die ich selber gerne spiele. Ich bin ja Main Top Laner. Ich liebe es also, einen Tank zu spielen. Ich liebe es, einen Tank zu spielen, der rein kann in den Teamfight, der peelen kann, der engagen kann. Also wirklich diese richtig geilen Biester. Und das sind vier davon. Und ich habe mich ein bisschen mit diesen Viechern auseinandergesetzt. Ich habe hier richtig was für euch vorbereitet. Und ich will heute mal einfach über die Besonderheiten sprechen. Über diese vier Champions. Diesmal gibt es also endlich Wochenende, nicht ganz so viel Privates von mir. Also meine Woche war prinzipiell gut, aber heute geht es um die vier Tanks. Und ihr seht, es ist eine bisschen andere Location. Ich hoffe, dass der Sound ein bisschen besser ist. Hier bin ich jetzt im Wohnzimmer, hier auf der schönen Couch. Ich hab ja hier auch nicht so viel, das heißt, es könnte auch ein bisschen schallen. Ihr schreibt in die Kommentare. Ich versuche das Ganze natürlich weiter zu verbessern. Und jetzt kommen wir zu Darius. Und ich habe die einzelnen Fähigkeiten mir angeguckt. Darius ist der Hammer. Darius vom Prinzip her sehr ähnlich. Also alle Champions bleiben ähnlich, wie sie eigentlich sind. Nur fangen wir an mit der Passiven. Die Passive bei Darius, da geht es schon mal krass los. Es ist immer noch so, dass er diese 5 Stacks hat. Dass er, wenn er den Gegner angreift, dass er dann immer einen Stack drauf macht, ob mit einer Auto-Attack oder mit einer Fähigkeit, dass er dann immer diesen Stack, diese Blutung drauf kriegt. Und diese Blutung machen ein bisschen weniger Base-Damage. Das heißt, früher war es ein bisschen mehr, jetzt ist es ein bisschen weniger. Aber wenn Darius 5 Blutungen auf einen Gegner setzt, auf einen gegnerischen Champion, dann kommt er in seinen sogenannten Blutrausch, in einen Blood Rage. Und das heißt, er kriegt bis zu 200 AD zusätzlich im Late Game für 5 Sekunden und mit jedem Auto-Attack, den er während dieser 5 Sekunden, während dieses Blutrausches setzt, da kriegen die Gegner sofort 5 Stacks. Und das ist so krass. Es ist ein so krasser Damage-Output später im Teamfight, wenn dieser Darius einfach mal total die Scheuklappen aufsetzt und in diesen Blutrausch kommt, dann hat er mega viel Damage und auch ordentliches Snowball-Potenzial, zumal natürlich mit 5 Stacks auch immer noch seine Ulti den absolut höchsten True Damage natürlich raushaut, den Darius raushauen kann. Also die Passive ist auf jeden Fall schon mal ein sehr interessanter Punkt, den man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen sollte. Und eine zweite Veränderung, die wirklich mega ist, ist die Q. Die Q ist jetzt so, es ist immer noch dieser Spin, den er hat mit seiner Axt. Es ist so, dass die Q jetzt leicht verzögert kommt. Da habe ich erstmal gedacht, oh, leicht verzögert. Ich liebe nämlich, wenn ich jetzt Darius spiele, diesen tollen Überraschungseffekt. Das heißt, der Gegner kommt ran und gerade weil es ja auch an der Klinge, also weiter außen noch mehr Schaden macht, der Gegner will einfach nur Last hitten. Und ihr kommt ran und macht genau mit dieser Klinge diesen schönen Zwirbler und habt dann richtig tollen Damage. Der Base Damage ist auf jeden Fall niedriger. Was aber krass ist, Darius hat jetzt Sustain. Ja, ihr hört richtig. Darius hat jetzt Sustain. Nicht nur, dass er mega viel Schaden macht, dass er einen geilen Blutrausch jetzt in seiner Passiven hat, sondern er heilt sich, wenn er mit seiner Q einen gegnerischen Champion trifft, für jeden gegnerischen Champion übrigens, um 10% seiner fehlenden Leben. Also kaum noch aus der Lane zu kicken, ein richtiger Lane-Bully. Übrigens ist das Ganze gecapped bei 30%. Also wenn er 5 Champions trifft, sind es nicht 50% seiner fehlenden Leben, sondern bei 30 ist dann wirklich Schluss. Aber wir haben Sustain, wir haben richtig hohen Damage. Es ist also Darius, wie er eigentlich war, nur noch mit mehr Lebensregeneration. Ist das nicht OP? Also, wir werden es auf jeden Fall sehen. Der Rest von Darius ist ziemlich, ziemlich ähnlich. Also, er kann immer noch Gegner ranziehen. Er reduziert dadurch ein bisschen oder durchdringt auch ein bisschen Rüstung von den Gegnern. Eben mit der E. Ne, mit der W. Mit der E? Auf jeden Fall mit seinem Ranzieher. Und seine Ulti ist nach wie vor der Dank. Also, er bleibt der Dankmaster. Im Endeffekt ist es so: Darius hat immer noch keinen Gap-Closer. Dafür hat er jetzt aber auch Sustain, also er wird kaum noch außer Lane zu kicken sein. Dann die Passive mit 5 Stacks, die ist einfach mega. Also da hat er genau im Teamfight,
Ich meine, hatte Darius nicht schon früher im Teamfight mega Potenzial durch seine Ulti, die Refresh? Jetzt hat Riot irgendwie sein Late Game. Aber Vorsicht halt, wenn 5 Stacks drauf sind. Hat er die 5 Stacks nicht drauf, dann ist es natürlich immer noch schwierig, die Gegner wegzunuken. Aber er kann sie ja wieder ranziehen und dann auf sie draufjumpen. Also Darius ist auf jeden Fall sehr gefährlich, nach wie vor ohne Mobilität. Ich habe viel gelesen und viele sagen, es ist eines der stärksten Reworks auf jeden Fall. Ich glaube, weil es einfach darum geht, dass dieser Champion sowieso mega viel Schaden hat und mega viel Schaden gepaart mit Sustain, das ist krass. Das erlaubt ihm, lange zu schnetzeln, viel zu schnetzeln und durch seinen Blutrausch schnetzelt er auch mit mega viel Damage und dann auch diese Ulti. Die Ulti mit True Damage, die natürlich bei Skill Level 3 komplett refreshed von dem Cooldown und er kostet dann keine Mana. Das ist der Wahnsinn. Also das ist schon mal Darius und kommen wir direkt zum nächsten Champion, zum nächsten genialen Tank und das ist Garen. Und Garen hat gar nicht so viele Veränderungen erlebt, also seine Fähigkeiten bleiben tatsächlich alle gleich. Das heißt, er hat die Passive, wo er Leben regeneriert, er hat die Q, wo er ranläuft und silenced. Er hat weiter seine Schadensreduktion auf AW, er spinnt weiter und er hat weiter seine Ulti, das demazianische Schwert, das von oben auf den Gegner runterrauscht und ihn nach Möglichkeit wegfetzt. Aber natürlich gibt es wieder kleine Punkte, wo er ein bisschen verändert wurde in den Fähigkeiten. Und kommen wir jetzt erstmal zu seiner Passiven und zu seiner Q. Bei der Passiven haben wir nämlich genau dieselben Werte wie davor. Das heißt, es geht bis zu 2% der maximalen Leben. Also da keine Veränderung. Für alle Garen-Spieler von euch, er bleibt weiter so, wenn er rausgeht aus seinem Fight, dass er dann ordentlich Leben regeneriert und das gibt ihm natürlich auch wieder Sustain. Bei der Q haben wir auch wieder das Ähnliche, dass er schneller wird und dass er den Gegner silenced. Das Einzige, was ein bisschen verändert wurde, sind die Zeiten. Also er silenced jetzt für 1,5 Sekunden. Ich meine sogar, dass das jetzt beim alten Garen sogar noch hochgestackt ist. Also dass man am Anfang vielleicht eine Sekunde hatte bis 2,5. Also jetzt sind es immer 1,5 Sekunden. Bei der W ist ein ganz interessanter Punkt. Garen kriegt Rüstung. Rüstung, wenn er Minions killt zum Beispiel, immer 0,25. Jetzt könnte man denken, boah, das ist ja so wie bei einem Nasus, bei einem Vega, die können stacken. Also wieder gegen Full AD Team ist Garen eigentlich interessant. Aber diese Rüstung, dieser Rüstungsbonus ist gecapped auf 30. Also mehr als 30 Bonus durch diese W-Passive könnt ihr nicht bekommen. Aber Garen ist eigentlich immer ein Champion, den man mega tanky spielt. Und wenn man ihn tanky spielt und er dazu einfach noch for free tolle Stats bekommt, dann nehmen wir die doch gerne mit. Und die größte Veränderung bei Garen ist tatsächlich in seiner E. In seiner E vom Damage her. Denn Garen spinnt sich weiter durch die Gegner durch. Garen hatte aber damals das Problem, also der alte Garen, dass er langsamer wurde, umso mehr Gegner er durchdringt. Das ist jetzt aber nicht mehr der Fall. Garen bewegt sich die ganze Zeit mit voller Geschwindigkeit. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn man die Q aktiviert und er dadurch ja den Movement Speed Bonus bekommt und dann die E, also den Auto-Attack, schnell noch die E, weil er ist ja über die komplette Duration schneller, dass man sich dann sogar noch schneller durch die Gegner spinnt, die er so ein bisschen besser verfolgen kann. Also hier hat Riot wenigstens versucht, dieses kleine Mobilitätsproblem von Garen ein bisschen anzupassen. Einer, der immer schneller ist, wir kennen das schon von Shyvana und auch Shyvana wird ja auch immer mal gespielt. Das heißt, hier hat Riot eigentlich genau den richtigen Schritt gemacht und was Riot hier noch gemacht hat, ist, dass Garen jetzt mehr Schaden mit seiner E macht und ich habe mir das mal genau angeschaut, wenn er gegen einen einzigen Feind kämpft, ist der Schaden noch um 33% erhöht. Wir haben im Late Game 10 Spins, also 10 mal Damage, den er macht, wenn er sich nur auf einen einzigen Champion stürzt, der dann solo steht, also so als ob er ein bisschen isoliert wäre, wie bei Kha'Zix. Dann haben wir 50% AD-Skalierung. Wir haben hier nämlich nur eine AD-Skalierung. Und das würde heißen, 10 Spins mal 50% AD wären 500 AD. Die übrigens immer noch critten können. Also seine E kann immer noch critten. Und es ist also wirklich ganz ähnlich. Garen hat ähnliche Fähigkeiten. Auch in seiner Ulti haben wir wieder eine kleine Passive eingebaut, die ihn wieder ein bisschen stärker machen soll. Also bei Garen ist es so, er markiert den Gegner mit den meisten Kills, das heißt mit dem höchsten Killing Spree quasi, als Gegner, als Villain, also als Feind irgendwie. Und
Dieser Feind, der markiert ist, und das kann Garen auch selbst nicht verändern, das ist immer der mit den meisten Kills bei den Gegnern. Glücklicherweise ist das immer ein Carry, das heißt, Garen kann dafür sorgen, vielleicht den Carry rauszufischen, aber seine Auto-Attacks und seine Fähigkeiten, ich glaube sein Spin, machen dann zusätzlich 1% der gegnerischen maximalen Leben als True Damage. Das heißt, der der Gegner ist, hat eigentlich verschissen, wenn er Garen im gegnerischen Team hat. Wenn Garen natürlich an ihn rankommt. Aber da hat Riot ja auch, finde ich, gut jetzt mit den neuen Items dafür gesorgt, mit diesem Panzer von Gangplank. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist ja jetzt ein ganz neues Item, das ja auch gerade Tanks schneller machen soll, gibt Rüstung, gibt Leben und verstärkt den ersten Auto-Attack. Und genau den braucht Garen mit seiner Q. Also ihr seht, gar nicht so viele Veränderungen, aber immer Kleinigkeiten, die halt dafür gesorgt, die dafür sorgen werden, denke ich, dass Garen, der jetzt auch ab und zu gefährlich ist, auf jeden Fall noch gefährlicher wird. Das waren Darius und Garen. So, gehen wir das Blatt wechseln. Jetzt kommen wir zu einem Champion, der mich mega, mega freut. Und zwar Mordekaiser. Ihr habt ja oft meine Videos, denke ich, gesehen. Und ihr habt oft Mordekaiser-Videos gesehen. Ob im Ranked habe ich ihn ausprobiert, ob in der Top-Lane, in der Mid-Lane. Also ich habe ihn ganz viel ausprobiert. Und ich habe mir immer gewünscht, gebt ihm irgendwas Kleines. Und jetzt ist das Kleine da. Und irgendwie ist es crazy. Also ob das so bleibt, weiß ich nicht. Nach wie vor kein CC. Das Late-Game immer noch bestialisch. Er hat immer noch sein Schild. Und seine Q, Halleluja, die ist der Wahnsinn. Und zu der Q komme ich gleich. Aber erst einmal habe ich für euch wieder die Passive auseinandergenommen. Und im Endeffekt ist es so, 25% seiner maximalen Leben sind jetzt sein Schild. Das heißt, wir haben nicht mehr diese Zahlen, die sich einfach nur mit dem Level verändern. Das heißt, auf die ihr auch gar keinen Einfluss habt, sondern baut ihr Mordekaiser tankier, dann wird er auch durch sein Schild noch schlimmer. Und wenn er natürlich seine Fähigkeiten abfeuert, wenn er Damage macht, 12%, 12,5% des Fähigkeitenschadens werden in sein Schild umgewandelt. Früher waren es 17,5%, also ein bisschen weniger, aber mit diesem Kegel auf jeden Fall, mit dem macht er noch ein bisschen, also mit dem kann er sein Schild noch ein bisschen mehr aufbauen und das kompensiert das ein bisschen, dass er da nur 12,5% mit den anderen Fähigkeiten von seinem Schild aufbaut. Und jetzt zu der Q. Leute, haltet euch fest, diese Q ist der absolute Wahnsinn. Es ist ein Buff für 3 Auto-Attacks. Und der erste Auto-Attack macht da einen gewissen Schaden. Der zweite Schaden vom zweiten Auto-Attack wird multipliziert, am Anfang nur, auf Skill Level 1, mal Level 2. Und der nächste Schaden vom dritten Auto-Attack wird nochmal mal 2 vom zweiten Auto-Attack genommen. Das heißt, ich weiß, das ist, wir haben also 2, ja, wir haben Schaden, mal 2, das wieder mal 2, also haben wir hier eine 400% AD-Skalierung. Naja, ganz so ist es nicht, also es wird nicht der gesamte Schaden gerechnet, sondern nur der Schaden insgesamt der Fähigkeit. Also ich glaube, wir haben hier 30 AD, 30 mal 2 wäre 60 AD auf den zweiten Auto-Attack, 16 mal 2 wäre 120 AD, aber das gekoppelt mit noch einem Base Damage, mit AD-Skalierung, mit AP-Skalierung, das heißt, im Endeffekt ist Mordekaiser mega toller Hybrid-Bruiser geworden. Er ist gar nicht mehr, man muss ihn gar nicht mehr auf voll AP spielen, denn er profitiert jetzt super von einer Trinity Force, er profitiert super von einem Hextech Gunblade. Also probiert auf jeden Fall mal diese Items aus, oder ich werde sie auch ausprobieren, ich werde es auf jeden Fall für euch aufnehmen. Warten wir noch ein bisschen, Riot ist noch ein bisschen am Balancen. Wenn diese 4 Champions raus sind, dann nehme ich als allererstes 4 Videos mit ihnen auf. Und die Q von Mord, ich freue mich mega auf diesen Champion. Und auch in der W, schon wieder eine Sustain-Komponente. Bei Darius haben sie es auch eingebaut, Garen hat das sowieso. Und jetzt hat auch Mordekaiser zusätzlich Sustain. Was ich sehr gefährlich finde, denn Mordekaiser hat ja auch schon ein starkes Schild. Und starkes Schild plus Sustain, schon wieder Opiriot. Also, er hat ja weiterhin diese Metallwolke. Eine Metallwolke, die er auf einen Mate auch schmettern kann. Die drehen sich. Man kann aber jetzt diese Fähigkeit auch aktivieren, wenn diese beiden zusammen sind oder wenn sie zusammen prallen. Irgendwie so, also wenn die zusammen sind, was ja auch hilft, wenn ihr zum Beispiel auf einen Minion geht und dann neben dem Minion steht, den Gegner fightet, zack, explodieren lassen, da haben wir wieder zusätzlicher Damage. Also das ist schon mal eine Besonderheit. Und jetzt ist es so, dass ihr zusätzlich euch heilt. Nicht viel,
Aber ich denke, gepaart mit einem Schild, ich meine, ihr habt Damage erstmal, ihr baut ein Schild auf. Zusätzlich, also dieser untere Balken, der Schildbalken, so, der lädt sich auf. Dann der obere Balken, der Lebensbalken, der lädt sich ein bisschen auf. Hey, was soll denn der Gegner denken? What the fuck, wie kriege ich dieses Metallbiest, wie kriege ich dieses Metallbiest zerstört? Und ich hab mir noch nicht genau angeguckt, wie stark dieser Heal tatsächlich ist. Also im Verhältnis auch zum Schild und gerade in einem Trade, weil ich den Mordekaiser selber noch gar nicht gespielt habe. Aber ich habe so das Gefühl, das wird ihn wieder ein bisschen stärker machen. Also es ist genau das, was ich mir immer beim Mordekaiser gewünscht habe, macht ihn ein kleines bisschen stärker. Und da denke ich, gerade die Q ist der Hammer. Und bei der E, bei diesem Kegel, den man ja immer als erstes hochgeskillt hat, haben wir auch eine tolle Veränderung. Und zwar macht das Ganze jetzt weniger Base Damage. Da dachte ich erstmal, wow, das ist wesentlich weniger. Das kann gefährlich werden, dass er nicht auf einmal zu wenig Schaden wieder macht. Aber dafür besitzt das Ganze jetzt eine 60% AD-Skalierung. Also weiterhin AP-Skalierung, Base Damage, dann die 60% AD-Skalierung. Das heißt, wir haben eigentlich durch diese AD-Skalierung eine Kompensation. Also das, wenn ihr ein bisschen AD baut, gerade weil man es ja Hybrid jetzt machen kann, durch Trinity Force, durch ein Gunblade, also wirklich ein schöner Hybrid-Champion, und dadurch wird das ein bisschen kompensiert. Das heißt, ich habe mir das mal so angeguckt von den Zahlen und wir haben eigentlich dann denselben Base-Damage. Also es kommt plus, minus auf einen ganz ähnlichen Wert raus. Und das ist ja auch gefährlich, weil wenn ein Champion Auto-Attack stark ist, es ist ja leichter, mehr Auto-Attacks in kurzer Zeit zu machen, zumal er mit der Q ja auch einen Auto-Attack-Buff hat, einen Auto-Attack-Resetter auch, als mit Fähigkeiten. Fähigkeiten habt ihr 4, Auto-Attacks habt ihr natürlich unbegrenzt und mit ein bisschen Attack-Speed habt ihr natürlich auch viele in einer kurzen Zeit. Bei der Ulti gibt es keine Veränderung, bis auf die Tatsache, Mordekaiser, wenn das Team, und Mordekaiser hat dem Dragon Schaden zugefügt, und wenn das eigene Team den Dragon tötet, dann versklavt Mordekaiser den Geist von Dragon und kann Dragon wirklich mitführen. Stellt euch vor, es geht gleich zum Teamfight. Es geht zum Dragon Teamfight. Und euer Team, Mordekaiser, klaut den Drake. Und das Team steht komplett im Pit. Alter, habt ihr schon mal gesehen, dass irgendwer alleine gegen Drake gewinnen kann? Na ja, gut, es gibt einige Champions, aber Drake gekoppelt mit noch 5 Leuten aus eurem Team. Also das ist auf jeden Fall ein gewonnener Teamfight. Also eine richtig tolle Veränderung. Mordekaiser ist spitze, immer noch kein CC, immer noch kein Gelbclawser, aber er hat jetzt auch Sustain, also so wie bei Darius irgendwie der ähnliche Gedankengang. Und mit seiner Q hat er eine perverse Skalierung. Kommen wir jetzt nun zum letzten Late Game und da gibt es ziemlich große Veränderungen. Das ist der Skarner, der Skorpion aus dem Jungle. Und das Interessante ist, Skarner wurde jetzt schon das zweite Mal reworked. Einmal gab es das schon, da war er total okay, wurde dann gespielt, wurde genervt und das war es jetzt schon wieder. Und Riot hat einfach, ich würde mir manchmal wünschen, dass Riot nicht gleich Champions reworked, sondern einfach mal denen einen kleinen Buff gibt. Und das reicht doch meistens. Ich meine, Garen zum Beispiel. Oder machen wir es anders. Ich verrate jetzt nichts. Riot, schreibt mich an. Ich habe gute Ideen für Buffs für einige Champions. Aber jetzt zu Skarner. Also, seine Passive ist eine mega Veränderung. Es spawnen nicht. Es sind von Anfang an 6 Kristalle auf der Map. 3 bei den Gegnern, 3 in eurem Jungle. Und diese Kristalle kann man übernehmen. Das ist so ein bisschen wie bei Dominion. Man kann rangehen. Man braucht eine gewisse Zeit, um die zu übernehmen. Und dann geben die erstmal 10 Sekunden lang Vision, die immer kleiner wird. Dann haben die aber noch einen zweiten Radius. Man sieht das in so einem kleinen Kreis. Und in diesem Kreis wird Skarner gebufft. Also Vorsicht, Skarner nach wie vor ein mega starker Duellant. Und ihr wollt ihn auf keinen Fall in diesem Kegel duellieren. Denn dort bekommt er Attack Speed und Movement Speed. Und das nicht zu wenig. Zusätzlich bekommt Skarner aber auch den Attack Speed und Movement Speed, wenn ein Gegner zum Beispiel fehlt mit seiner Ulti oder wenn er ihn stunt mit seiner E. Warum ein Gegner mit seiner E stunt, dazu komme ich auch gleich noch. Aber kommen wir erstmal zur Q. Und bei der Q ist ganz interessant, dass die keine Base-Werte mehr hat. Die hat nur noch AD-Skalierung und AP-Skalierung. Was aber ganz interessant ist, wir kommen mit diesen 2 Q-Explosionen, kommen wir auf 90% AD. Dazu auch ein bisschen weniger AP, aber also insgesamt, wenn ich mir so die ganzen Stats noch angucke und die gleich mit euch bespreche, dann muss ich sagen, dass Skarner durchaus jetzt, er war immer Auto-Attack starker Duellant, aber jetzt
nimmt er diese AD-Skalierung einfach in vielen Fähigkeiten noch ein bisschen besser mit. Und das hat Riot eigentlich sehr gut gemacht. Ich muss sagen, diese Passive, so diese Pfähle oder diese Kristalle, die sehen nicht so cool aus. Also da könnte ich mir noch irgendwie ein Visual Upgrade vorstellen. Aber insgesamt ist die Idee gut und das hilft Skana natürlich auch beim Junglen. Bei der W haben wir ein Schild bis zu maximal 16%, bis zu 16% maximaler HP plus 80% AP. Skana wird schneller, also ist es irgendwie ähnlich, wie es war. Die E ist richtig cool und ich habe es ja schon gerade gesagt, die E kann den Gegner stunnen. Skana hat einen zweiten harten CC. Das, was er früher in seiner Passiven hatte, dass er drei Fähigkeiten einsetzen musste und dann konnte er den Gegner stunnen mit dem nächsten Auto-Attack, das wurde jetzt verändert und es wurde im Endeffekt beschleunigt. Und das ist mega geil. Denn Skana muss jetzt, er schießt ja diesen Strahl aus seinem Stachel. So, und mit diesem Strahl trifft er bis zu sechs Gegner werden markiert. Die ersten sechs, die er trifft. Und wenn er an die rankommt, werden die für eine ganz kurze Zeit gestunt, also so wie davor in der Passiven, und bekommen halt zusätzlichen Damage. Also insgesamt ist das die Passive, ein bisschen geswitcht in die E, und ich finde es mega geil, weil ihr müsst nur mit der E treffen, die E slowt ja auch schon mal. Dann kommt ihr an den Gegner ran, Bock, Auto-Attack, Stun. Ihr habt also tolle Möglichkeiten, auch schon im Early zu ganken. Ihr müsst gar nicht warten, bis ihr eure Ulti habt, bevor ihr überhaupt an den Gegner rankommt. Ist ja nicht so wie bei einem Warwick, der dann auch den direkten Gap-Claws hat. Nein, ihr habt jetzt aber hier den Slow, ihr habt hier den Stun, könnt also auch viele eurer starken Auto-Attacks setzen. Und danach könnt ihr den Gegner auf jeden Fall nochmal stunnen mit der Ulti. Also zwei tolle Stunts, dazu noch ein Slow. Er kann sich schneller machen, er hat die Kristalle, die ihn schneller machen. Also er scheint ein schneller, gefährlicher Duellant zu sein, aber immer noch kein direkter Gap-Closer. Ist aber okay, es kann nicht jeder Champion Gap-Closer haben. Bei der Ulti bleibt sie im Prinzip gleich. Skana kann sich frei bewegen, er läuft auf die Gegner zu, er fehlt sie. Aber das Coole ist wieder, und deshalb habe ich gesagt, auf AD als Auto-Attack starker Champion nimmt er hier noch ein paar Skalierungen mit, denn er nimmt hier insgesamt beim ersten Aufspießen 100% AD mit und das zweite Mal, wenn die Gegner quasi losgelassen werden, nochmal 100% AD. Also 100% plus 100%, 200% AD. Das ist schon mal ziemlich geil, weil das den Damage eigentlich ziemlich cool erhöht und Skana damit auch viel potenzieller für ein AD-Bild macht. Also insgesamt, AD sehr viable und seine Q und seine Ulti nehmen das halt das Ganze mit. Sonst ist er eigentlich nach wie vor ein ähnlicher Champion, obwohl auch die Kristalle, da muss man, da, das ist jetzt auch ganz interessant, weil nicht nur man selbst muss wissen, wie man Skana spielt, sondern auch die Gegner müssen auf einmal wissen, hey, was sind das für Dinger, die da in meinem Jungle sind? Und da lohnt es sich, die ab und zu mal zu übernehmen, vielleicht den gegnerischen Jungle zu invaden, obwohl man natürlich schauen muss, wie lange das dauert, ob es die Möglichkeit hergibt. Aber auf jeden Fall haben wir hier vier mega tolle Tanks. Darius, Mordekaiser, Garen und Skana. Und alle vier sind cool. Ich freue mich auf die. Ich werde sie auf jeden Fall für euch anzocken. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein bisschen so die Einsicht in diese Reworks bekommen und wisst ein bisschen, was euch in der nächsten Zeit erwartet. Schreibt mal in die Kommentare, auf welchen von diesen Champions ihr euch am meisten freut und warum. Ich bin euer Powerbot. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Wochenende und bis zum nächsten Videos. Ciao, ciao.